So, jetzt schauen wir uns mal unser Verlies an. Ich hoffe, es ist genauso viel Cash drin wie bei Harry Potter. Hunderte! Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Hauptfoyer. Diese Verliese sind am neuesten. Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit! Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Gut, die Luft anhalten. Wie bitte? Ja. Da steht ein Zauber ab. Alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe. Ja, natürlich. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein gutes Stück liegt noch vor uns. Wenn das Game gut ist, dann ist es quasi so ein Ausgangspunkt für zukünftige Harry Potter Teile. Es kann ja auch sein, dass dann neue gemacht werden, also wirklich, dass es ein Remake gibt. Verlies 12. Ein großer Tag. Weiterfahren. Das ist echt eine gute Autobahn, ja? Achterbahn. Autobahn, ja. Sieht schon cool aus. Die Achterbahn. Oh, Wettrennen. Professor, Das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Wie das Leuchten auf dem Portschlüsselbehälter. Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Da sind wir. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12. Bis zum heutigen Tag. Wieso streift er denn mit seinen Händen am Boden? Schau mal, wie lang das ist. Sieht aus wie so ein kleiner Gorilla. Verlies 12. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Wonach wir hier suchen sollen. Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Okay, gut. Halt! Viel Erfolg. Professor? Das kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Revelio vielleicht. Revelio? Ja, ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Das halte den Zauberstab fest und bewege ihn entlang des Pfades. Oh. Nicht so blöd. Okay, man halte den Zauberstab fest mit und bewege ihn entlang des Pfades. Alles klar. Ja, war ja gar nicht so schwer. Revelio. Da! Da war etwas. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Eine Tür. Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Ich weiß es, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter.
falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Okay, ja, du bist natürlich wieder ein Schisser. Lumos! Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie denn mit verdienen? Glauben Sie, das ist vielleicht eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Na, ich weiß auch nicht. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Ich würde auch gerne Lumos einsetzen. Da vorne ist etwas. Was ist es? Das Leuchten wieder. Diesmal auf dem Boden. Lumos! Was ist passiert? Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es plötzlich, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir, alles gut. Na schon, aber was ist das für eine Sie Statue hier? Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue? Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Was entscheidet dich, wie du alles vorgehen willst? Okay. Es muss einen Grund für dieses Spiegelbild geben. Revelio. Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da. Aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als Sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Hm. Vielleicht hilft hier ja Lumos. Ah. Okay. Lumos gelernt. Lumos. Sehr gut. Das Spiegelbild dreht sich jetzt zu mir um. Es folgt wirklich dem Licht. Okay. Protego! Accio! Descendo! Levioso! Repulso! Repulso! Wow, okay, der Fuß. Hab ich gesehen. Stufe. Expulso. Stufe. Sento. Impulso. Apotheco. Lumos. Kommen Sie. Bin ich schon da. Lumos. Oh no. Professor! Professor Peek! Lu! Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut. Wohin soll ich nur gehen? Was passiert hier? Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Okay. Im nächsten Bereich. Dorthin führen Sie mich. Das Leuchten wieder. Revelio, ich bin wohl auf mich allein gestellt. So aus. Muss ich alle drehen lassen? Anscheinend schon, oder? Vor ihre Spiegelbilder schieben.
Oh, okay. Ich habe wohl keine Wahl. Ich werde mir meinen Weg herauskämpfen müssen. Super-Counter zu betäuben, alles klar. Ja, wir haben hier etwas Rogue gespielt. Dann haben wir gegen Drachen gekämpft. Ego Max. Zeit für ein Reduktio. Lumos. Revelio. Lumos. Gut. Sprinten wir hin. Revelio. Lumos. Schauen wir mal, ob wir hinten irgendeine Kiste oder so übersehen. Okay. Ich hoffe halt nicht, dass es sowas ist, wo du Sirius durchgegangen ist. Revelio. Lumos. Ja, ist eine Kiste. Erste Regel, zuerst looten, dann weitermachen. Man weiß ja nie, was man entdeckt. Flüssiges Glück. Da sind sie ja. Wir haben sie. Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Aber ich habe das hier gefunden, schwebend über dem Becken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium. Ein Denkarium. Um Erinnerung zu sehen. An das habe ich jetzt nicht gedacht. Alles ist bereit. Und der Portschlüssel? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad unmöglich nachzuverfolgen ist. Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, das andere unbedingt besitzen wollen. Ja, und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Mhm. Wir haben alles getan. Und wir sind der Zauberer. Das Leuchten, das sie umgibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie, genau genommen.
Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nie... Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie, scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem. Wir... Das sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Okay. Wer war das? Ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Wusste ich's doch. Renrock. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gebt mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Willkommen. Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt und Sie hatten keinen. Ich habe keine Geduld für Verräter. Ihm geht's nicht gut. Wo waren wir? Ich gebe Ihnen gar nichts. Tja, vielleicht ist ja der junge Mann hier hilfsbereiter. Selbstbereit, indem ich ihn nachstrebe. Los, Opa! Nimm die Beine in die Hände. Ja. Oh. Alles in Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint ihm gar nichts anzuhaben. Wo sind wir? Der verbotene Wald. Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los, die Einführungsfeier wartet auf uns. Alles klar. Wir sind endlich zu Hause. Holy moly. Willkommen, Hexenzauberer in Hogwarts. Also ich plane zwei Durchläufe. Der erste ist mal positiv, gut eingestimmt, so ein richtiger Gryffindor. Und beim zweiten Mal hauen wir voll auf die Kacke und werden einfach nur böse. Oh gut, die Einführungsfeier ist noch im Gang.
Ich bin kein Experte, doch das scheint angemessener. Nun, sieht besser aus. Ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss Ihnen von George erzählen und Sie vor Renrock warnen. Ich bitte Sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Bereit für die Einführungsfeier?